Awasabdi und lebe hier in Freiburg und bin seit 6 Jahren hier in Deutschland. Es ist für mich eine mega große Chance, hier zu leben, vor allem leben zu dürfen. Und ich schätze das sehr, das Leben hier, dass wir hier das sagen können, das machen können, was wir wollen und dass wir nicht aufgrund unserer Religion zum Beispiel irgendwie unterdrückt werden oder benachteiligt werden. Genau, ich schätze das sehr. Also ich möchte gerne eine Rückmeldung bzw. Feedback zu diesem Projekt geben. Ich finde dieses Projekt ein sehr tolles Projekt. Es zeigt die Geschichte von Jesiden in einer Kunstarbeit, einer Theaterarbeit. Menschen stehen auf der Bühne und zeigen, was die Jesiden bzw. das Schicksal von Frauen in der IS-Gefangenschaft war. Und das ist unter anderem sehr schön, da das in einen in einen Film gebracht ist. Man sieht, wie zum Beispiel Bilder und auch diese Musik im Hintergrund, das ist besonders toll, dass die Menschen auch hier in Freiburg sehen, was die Jesiden erlebt haben und gesehen haben in der IS-Gefangenschaft. Ich muss sagen, es war nicht ganz einfach für mich, weil eine Hassfigur zu spielen oder allgemein zu sein, es ist nicht so einfach, wie es auch immer scheint. Weil ich auch immer der Überzeugung bin, dass Menschen bzw. mein Bild von Menschen ist immer ein friedliches Bild. Und genau, das war anspruchsvoll. Es leben ungefähr 1000 bis 1500 Jesiden und Jesiderinnen in Freiburg. Es ist auch natürlich für diese Menschen ein schönes Projekt, dass die sehen, die Stimme von Jesiden wird einfach bekannt, gezeigt, was die Jesiden erlebt haben in der IS-Gefangenschaft. Und es ist besonders an diesem Projekt. Ich hoffe und ich finde, dass es immer was Bildliches, eine Geschichte besser, oftmals, vor allem jetzt, wenn es um jetzt religiöse Verfolgungen geht oder bestimmte Gruppen, besser darstellen kann, damit man das noch besser versteht. Deswegen würde ich schon sagen, dass es hilfreich sein wird. Also generell finde ich diesen Film wichtig, nicht nur, weil es jetzt unsere Geschichte spielt und da gezeigt wird, wie Minderheiten unterdrückt werden, sondern auch, dass es für alle Menschen gilt, egal wo sie leben und egal woher sie kommen, dass es sowas nicht passieren darf mit keinem, egal wie gesagt, egal wie, woher und wie man ist und woher man kommt, genau. Ich bin auch unter anderem dankbar, dass ich in Deutschland lebe, dass auch dankbar an das Land Baden-Württemberg, dass 1000 Jesiden und Jesiderinnen nach Deutschland, nach Baden-Württemberg geholt haben. Diese Menschen könnten dank das Land Baden-Württemberg ein zweites Leben hier in Deutschland finden. Und auch der Film sagt, ein zweites Leben, ein neues Anfang. Ich hoffe, dass auch mehr Unterstützung an den Jesiden gegeben, da auch natürlich noch viel, viel anderen Gefangenen, die in der IS-Gefangenschaft waren, noch in IS-Gefangenschaft sind oder noch im Irak leben und die Lage dort nicht tragbar ist, dort weiterhin zu leben.